Hi, hier ist Patrick vom Faszien-Channel und heute klären wir mal die Frage, kann eine Faszientherapie eigentlich Schleim lösen? Die Antwort lautet ja, denn Schleim, zum Beispiel eine Erkältung, ist ja immer festsitzende Flüssigkeit, ja, die der Körper nicht so gut abtransportieren kann. Und ein Extrembeispiel, wo sowas vorkommt, tatsächlich im pathologischen Sinne, ist die Erkrankung Mukoviszidose. Diese Menschen haben also Probleme, dass sehr, sehr dickflüssiger, zäher Schleim produziert wird und die den nicht loswerden, woraufhin das dort im Prinzip, ja, der Schleim dort verharrt und es zu permanent chronischen Entzündungen kommt, woraufhin die eben permanent Hilfe brauchen, ihren Schleim loszuwerden. Da geht man zum Beispiel bei mit speziellen Vibrationswesten, wo eben ja durch Vibration das Gewebe gelockert wird und dann eben auch der Schleim dadurch gelöst wird, um den Abtransport zu begünstigen. Genauso physiotherapeutisch wird dann mit Klopfmassagen und so weiter gearbeitet. Und eine Methode, die ich euch heute nochmal vorstellen möchte, ist tatsächlich das Schröpfen. Ja? Also neben Release-Techniken, dass man die Muskeln entspannt, was dann auch eine Tiefenwirkung hat, eben eine Weiterstellung der ganzen Bereiche dort, damit der Schleim besser abtransportiert werden kann, kann man eben entsprechend auch schröpfen. Und das wird im osteuropäischen, speziell im russischsprachigen Raum, bis heute permanent bei Erkältung auch gemacht. Das heißt, wenn ich bei mir in der Behandlung jemanden habe, der aus dem russischen Raum kommt, also russischsprachig ist, und ich sage dem, pass mal auf, kennst du Schröpfen? Dann kann er das Wort Schröpfen mitunter nicht, aber die Methodik kennt er auf jeden Fall, weil spätestens die Großelterngeneration das bis heute macht und das ist auch eine sehr gute Sache, denn was passiert dort eigentlich? Ich habe eine Erkältung, ja, und ich fange an zu schröpfen und produziere dort durch den Unterdruck ein Mehr an Blut. Mehr an Blut heißt auch mehr an Immunzellen, mehr an Sauerstoff und alles das, was die Heilung begünstigt. Das heißt, wenn ich es schaffe, in diesem Bereich und da speziell natürlich der Bereich der Lunge bei einer Erkältung, mehr Durchblutung reinzubringen, habe ich auf jeden Fall einen positiven Effekt. Denn mehr Durchblutung heißt mehr Immunzellen, mehr Sauerstoff und mehr Schleimabtransport eben auch, dadurch, dass das Ganze eben besser durchblutet wird und die Gefäße dort mal weitergestellt werden. Also alles das zu der Frage, kann man mit Faszientherapie und deren Skills, also schweren Tools, in Form von Schröpfen zum Beispiel oder eben Release-Techniken, den Schleimtransport begünstigen? Und die Antwort lautet ja. Wir sehen uns am Sonntag wieder im großen Video beim Faszien-Channel. Ich freue mich auf dich. Ciao!